Leute, ich begrüße euch hier zu einem neuen Video auf dem Zackfishing Wels Kanal und wie ihr seht, bin ich wieder am Stillgewässer unterwegs. Hier sind die Ruten schon im Wasser, die Montagen liegen. Es ist noch relativ früh am Nachmittag, deswegen habe ich noch ziemlich viel Zeit, weil ich nicht davon ausgehe, dass hier jetzt ein Biss kommt. Aber es ist halt besser, wenn die Ruten liegen, als wenn sie am Ufer stehen, deswegen sind sie schon drin. Ich will jetzt aber die Zeit nutzen, die ich habe, um einfach mal ein paar Fragen, die sich in letzter Zeit angestaut haben, zu beantworten. Passend dazu habe ich hier auch eine extra Parkbank auf meinem Angelplatz heute. Das bietet sich an, deswegen machen wir heute mal die Beantwortung von den Fragen nicht wie üblich auf dem Stuhl oder im Boot, sondern einfach mal hier ganz bequem von der Parkbank aus und jetzt legen wir los. Also, ich habe mir eure Fragen hier auf dem Handy vorbereitet und zurechtgelegt. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los, um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt von Martin Thüringer. Hallo Martin, vielen Dank für deine Frage. Und die lautet, ist die rote Wegschnecke geeignet als Alternativköder? Tja, was soll ich sagen? Habe ich eigentlich relativ schnell beantwortet. Zumindest was meine Erfahrungen angeht mit diesem Köder. Ich habe nämlich absolut keine. Ich habe das noch nie ausprobiert, ob diese Schnecken funktionieren als Welsköder. Ich kann es mir aber wirklich sehr gut vorstellen, denn letzten Endes ist der Waller wirklich, ja, relativ flexibel, was sein Beutespektrum angeht. Und ich glaube auch, dass Welse in ihrem Lebensverlauf schon mal in Berührung kommen mit Landschnecken, die eigentlich jetzt nichts im Wasser zu suchen haben. Aber ich glaube schon, dass in Hochwasserphasen auch Landbewohner wie Schnecken ins Wasser reingespült werden. Und wenn der Wels die findet, dann glaube ich auch, dass er sie frisst. Warum nicht? Das ist eine einfache Energiequelle. Er muss halt nur darauf aufmerksam werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei denen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wenn die an der Montage fixiert sind, dass die sich kaum noch bewegen, dann ist es eben schwierig, dass der Wels darauf aufmerksam wird. Ich würde es vielleicht mal, wenn du es probierst, in Kombination mit Tauwürmern probieren, um da wenigstens dann ein bisschen die Bewegungsmuster mit drin zu haben. Und wenn du dann die ersten Erfolge hattest, dann vielleicht auch mal ein Vergleichsfischen machen. Schnecken pur gegen Schnecken mit Würmern kombiniert oder so ähnlich, um sich dann da reinzutasten und ranzuarbeiten. Aber interessant und spannend finde ich es auf jeden Fall. Sag mir auf jeden Fall Bescheid oder sehr gerne Bescheid, wenn du da Erfahrungen gesammelt hast. Würde mich echt mal interessieren. So, Frage Nummer 2, die kommt von Jule. Und Jule möchte gerne wissen, wie ich beim Angeln in der Steinpackung am Kanal vorgehe und wie ich dabei meine Köder präsentiere. Ja, im Prinzip gibt es da gar nicht so viele Varianten, denn Angeln im Kanal bedeutet eben immer auch, dass Schifffahrt unterwegs ist oder dass Schiffe und Boote fahren. Und dementsprechend versuche ich da dann wirklich immer auf Montagen zurückzugreifen, die ich unter Wasser installieren kann. Ich versuche keine Schnüre über der Wasseroberfläche abzuspannen oder Bojen zu setzen oder sonst was. Dementsprechend setze ich in solchen Situationen dann vorwiegend auf die U-Posenmontage. Und diese U-Posenmontage postiere ich am allerliebsten unten im Fuß der Kante, da wo die Steinpackung quasi in das normale Flussbett übergeht. Denn genau da patrouillieren eben sehr, sehr viele Welse und auch andere Raubfische auf der Suche nach Beute, die wissen, dass in der Steinpackung eben Grundeln und andere Beute zu schlagen ist. Ziehen deswegen da lang, orientieren sich daran und sind deswegen auch da zu fangen. Und was ich auch gerne mal mache, so als Variation, ist, dass ich die U-Posenmontage wirklich mit dem Steingewicht unten dran mitten in der Steinpackung ablege, also nicht noch weiter rausfahre Richtung Kantenfuß, sondern wirklich auf halber Strecke das Ganze mitten in die Kante reinlege, quasi in die Steine, um eben die Fische zu fangen, die relativ dicht am Ufer jagen. Das kann auch mal sinnvoll sein, entweder wenn sich da viel Futterfisch in der Uferregion rumtreibt, Döbel oder auch Meereschen, wenn ihr im Ausland seid, oder beispielsweise dann, wenn ihr Hochwasser habt und alle Fische sich rausziehen aus der Hauptströmung in der Flussmitte und am Rand sich aufhalten und auch dort jagen, dann ist das auch auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative zum Kantenfuß. Wenn ich mitten in der Steinpackung angle, dann mache ich es auch gerne so, dass ich die Reißleine ein Stückchen länger mache als diese 10 cm, vielleicht 20 cm oder 25, einfach um ein bisschen Distanz zu schaffen zwischen der Hauptschnur und der Steinpackung, damit da nichts irgendwie sich gegenseitig ins Gehege kommt und dass sich da nichts irgendwie festhängen und verknoten oder vielleicht sogar abscheuern kann. Einfach um ein bisschen Sicherheitsabstand zu haben. Genau, was du noch machen kannst, je nachdem, ich weiß jetzt nicht genau deinen Anwendungsfall,
wenn du an deinem Gewässer Büsche hast, die tatsächlich übers Wasser rausragen, ein gutes Stück, dann kannst du die auch am eigenen Ufer entlang anspannen. Das funktioniert. Damit kommst du in der Regel auch keinem Bootsfahrer in die Quere. Guck aber auf jeden Fall im jeweiligen Anwendungsfall nochmal, ob du das machen kannst oder nicht. Wenn du das machst, dann kannst du halt dadurch auch wunderbar deinen Köder dezent über der Steinpackung präsentieren und halt ebenso auch unauffällig angeln. Es gibt ja noch einen zweiten Teil der Frage, und zwar bezieht sich das auf meine Taschen. Du fragst, welche Taschen ich dabei habe, weil bei dir es so wäre, dass du nicht dein ganzes Zeug unterbekommst, ohne dass es irgendwie verbogen wird oder kaputt geht. Das geht natürlich gar nicht. Da musst du auf jeden Fall was tun. Es hat ja keinen Zweck, wenn immer alles kaputt geht. Ja, also was Routen angeht, schau dich mal um bei uns im Shop. Wir haben Einzelfutterale und auch Futterale, wo mehrere Routen reingehen, wo du dann noch Zusatztaschen hast, in denen du dann auch noch Banksticks unterbekommst oder andere Werkzeuge, die du noch gerne mitnehmen würdest. Wenn du im Online-Shop bestellen solltest, denk auf jeden Fall an den Bestellcode ZECK, denn dann kriegst du noch was umsonst in deine Bestellung und du unterstützt auch noch diesen Kanal. Also das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Und ansonsten, neben den Futteralen, also wenn du noch was suchst für dein Kleinzeug, dann schau dich mal um bei uns. Wir haben ganz viele Wallets bei uns im Shop drin, verschiedene Taschen, wo du deine Rigs unterbringen kannst, wo du deine kleinen Materialien unterbringen kannst. Also da wirst du normalerweise fündig und da kannst du dich auch prima organisieren und das genau auf deinen Anwendungszweck abstimmen. Also ich bin mir sicher, dass du da was findest. Hier die dritte Frage, die kommt von Graf. Ich würde gerne mehr über die Steinmontagentechnik wissen und über das Abspannen mit Pose. Ich würde dir da jetzt gerne eine ausführliche Antwort drauf geben, weil da gibt es auch echt sehr viel zu sagen. Aber genau das ist auch der Grund, warum ich es hier nicht machen kann. Denn um da wirklich jetzt was dazu zu sagen, was nicht zu knapp bemessen ist, müsste ich jetzt echt weit ausholen und das sprengt hier so ein bisschen den Rahmen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach, und ich hoffe, das ist für dich okay, das Video hier an der Stelle verlinken, wo es dann ausführlich um die Steinmontage und ums U-Posenangeln geht. Da kriegst du alle Informationen, die ich jetzt auch hier ansonsten nochmal wiederholen würde. Und was das Abspannen mit Pose angeht, da ist es eben so, das ist genauso umfangreich. Und da wird in Zukunft definitiv noch ein Video kommen dazu, ein ausführliches Video mit allen Infos. Wenn es dann soweit ist, werde ich das auch hier an der Stelle nochmal verlinken. Ja, du kannst dann eben ab dem Tag, wo es online ist, drauf zugreifen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Tut mir leid, aber wie gesagt, wir müssen ja hier einige Fragen durchballern. Ich kann dann leider nicht bei jeder Frage so extrem ins Detail gehen, wie ich es hier tatsächlich machen müsste, um die wirklich fundiert zu beantworten. Dann eine Frage von Daniel Famil. Daniel, hallo, du fragst, ob es auch mal Videos geben würde zum Klopfen vom Bellyboot oder generell zum Angeln vom Bellyboot. Und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also für das nächste Jahr habe ich mir ganz dick auf die Agenda geschrieben, mehr zum aktiven Welsangeln zu machen. Und das schließt eben auch das Angeln vom Boot und eben auch vom Bellyboot mit ein. Da werde ich dann mit Sicherheit mit verschiedenen Techniken mal vom Bellyboot angeln, unter anderem mit Sicherheit auch mit der Klopftechnik. Und wenn es soweit ist, werde ich das Ganze auch im Videoformat festhalten und hier bringen. Also da kannst du dich definitiv drauf einstellen. Ich kann noch nicht genau sagen wann, aber im Laufe des nächsten Jahres wird das definitiv kommen. Ja, dann eine Frage von Elias Zündel. Elias, hi. Du fragst, gehen auf den Vertical Jig nur Welse oder auch Zander? Ja, also natürlich gehen größtenteils erstmal Waller auf den Vertical Jig. Das ist so, aber es gibt auch regelmäßig Beifänge. Ich selbst hatte schon mehrere Hechte als Beifang beim Vertical Jig Angeln. Zander ich persönlich jetzt noch nicht. Ich kenne aber einige Leute, die in Spanien damit schon Zander gefangen haben. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Hintergrund deiner Frage ist. Also wenn du jetzt irgendwie gezielt mit dem Vertical Jig dann auf Zander gehen willst oder auf Hecht, das kannst du machen. Ich würde dir aber eher dazu raten, dir dann wirklich eher Köder zu kaufen. Es gibt ja auch diese Vertical Jig Köder in kleineren Größen oder Ausführungen gezielt für das Angeln auf Barsch oder halt auf andere Raubfische, und da würde ich dir eher zu raten, weil das ist dann schon selektiver. Ich meine, du kannst mal einen Beifang kriegen, einen Zander als Beifang oder einen Hecht, aber wenn du wirklich selektiv auf Zander oder Hecht angeln möchtest, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dir Köder zu kaufen, die auch darauf in der Größe und von den Komponenten her wirklich abgestimmt sind, weil du dann einfach zielgerichteter und effektiver angelst. Ja, dann kommt eine Frage von Robin Gellert. Hi Robin, bei uns im Verein hier gibt es Welse. Ich habe jetzt 2 Monate sowohl mit Köderfisch als auch aktiv versucht, die Fische zu fangen. Hat bisher nie geklappt. Ich bin frustriert. Die Karpfenangler haben öfters Kontakt auf ihren Routen. Also erstmal an der Stelle wirklich dicken, fetten Respekt fürs Durchhalten. 2 Monate ohne Erfolg. Da hätten schon manche die Flinte ins Korn oder die Angel ins Korn geworfen. Also dafür erstmal Hut ab, finde ich mega.
weil dann hast du schon genau erkannt, worum es geht. Es geht um Ausdauer, gerade beim Angeln hier in der Heimat, gerade beim Angeln mit Alternativködern. Das ist nicht so effektiv wie das Angeln mit lebendem Köderfisch im Ausland, aber es ist halt hier in Deutschland verboten, damit zu angeln mit lebenden Köderfischen, deswegen können wir es nicht. Und deswegen muss man halt das ausgleichen durch Ausdauer, und die hast du schon mal, und ich kann dich auch nur ermutigen, da weiterzumachen. Es wird definitiv irgendwann ein Fisch kommen, das ist so. Aber was du machen kannst, was mir hier spontan bei deiner Frage auffällt, du könntest auf jeden Fall mal versuchen, gezielt mit Pellets auf Welse zu angeln. Weil wenn ihr wirklich regelmäßig bei euch am Gewässer Karpfenangler habt, die mit Welsen in Kontakt kommen über ihre Angeltechnik, warum nicht das Ganze mal gezielt anwenden und dann halt mit Material, was für Welse ausgelegt ist, dann auf Welse angeln. Ja, weil die Karpfenangler, gehe ich mal von aus, werden öfter mal Probleme haben, die rauszukriegen, und genau das soll dir ja nicht passieren. Deswegen montier deine Routen einfach um, mach dir ein paar Pelletmontagen drauf. Wie das geht, kannst du dir unter anderem angucken in einem Video, was ich dir hier mal verlinke. Als wir in Spanien waren, haben wir nämlich auch mit Pellets gefischt auf Welse. Ich verlinke dir das hier einfach mal, da sind einige Tipps drin. Guck dir das mal an und dann drücke ich dir die Daumen. Ich bin mal gespannt. Auch in dem Fall würde es mich echt interessieren, wenn da was geht. Mach mal bitte Meldung, wenn du die ersten Kontakte hast. Super spannend. Ja, die nächste Frage kommt von Flo Micheler. Hi Flo, vielen Dank für deine Frage. Und die lautet: Kannst du mir vielleicht eine kurze Info zu der Spinnroute der Cat Attack Serie geben? Und ja, kann ich. Also die Cat Attack Spin in 2,70 Meter kommt der Blinkerjörg Spin in 2,70 Meter schon sehr, sehr nah. Sie ist fast identisch von der Ausstattung her. Was sie unterscheidet, ist die Plank-Zusammensetzung. Wir haben bei der Cat Attack Spin einen 24 Tonnen Plank und bei der Blinkerjörg einen 30 Tonnen Plank. Die Zusammensetzung dieses Planks erlaubt es allerdings, aus Kostengründen eben den Preis der Cat Attack Spin so weit runterzuschrauben, dass wir da in eine ganz andere Preiskategorie kommen als bei der Blinkerjörg Spin, und so dass er auch für Angler, die nicht so viel möchten für ihr Tackle ausgeben, eben erschwinglicher wird. Und sie wird nachher in einem Preisrahmen liegen von 120, 130 Euro ungefähr. Ich will mich da jetzt auch gar nicht 100% festlegen, aber in die Richtung wird es eben gehen. Eine absolut tolle Route. Ich habe sie jetzt auch schon mehrmals gefischt. Bin absolut angetan davon. Ich kann sie dir nur ans Herz legen. Guck sie dir mal an. Macht auf jeden Fall Spaß, das Ding. Und wenn ihr das Ganze mal in Aktion sehen wolltet und es noch nicht gesehen habt, da kann man vielleicht gerade an der Stelle hier mal das Video verlinken, wo ich mit Blinkerjörg unterwegs war zum Spinnfischen. Da hatten wir die Route nämlich dabei und da musste die Route auch in den Nahkampf. Ja, dann kommt hier eine Frage von Thomas Brühl. Thomas, hallo. Du fragst, was ich davon halte, toten Köderfischen den Bauch aufzuschneiden, beziehungsweise was ich davon halte, sie eben nicht aufzuschneiden, und welche Variante der beiden ich bevorzuge, dafür sinnvoller erachte. Da kann ich jetzt sagen, dass das bei mir so ist, dass ich generell immer gerne noch die Köderfische anritze, weil es ist eben so, dass man bei einem toten Köderfisch das Problem hat, dass man auf die Bewegungsreize verzichten muss. Ein toter Köderfisch bewegt sich nicht, und deswegen versuche ich aus dem toten Köderfisch immer das Maximale rauszuholen. Schneiden dann meistens die Flanke auf mit mehreren Schnitten, schneiden noch den Bauch auf, ziehe das Gedärms noch ein bisschen raus. Natürlich nachdem er tot ist, ist klar, bevor jetzt hier wieder irgendein Naturschützer kommt und irgendwie mir her irgendwie Krimmeln in den Käse machen will oder was. Ja, und wenn ich das dann gemacht habe, dann lege ich ihn gerne so raus, weil ich der Meinung bin, dass dann einfach mehr Geruchsstoffe ans Wasser ausgesendet werden oder abgegeben werden. Und wenn ich schon nicht auf die Bewegungskarte setzen kann beim toten Köderfisch, dann möchte ich wenigstens auf einer anderen Schiene, also beim Geruch oder besser gesagt beim Geschmack, punkten, ja, um da dann irgendwie wenigstens teilweise ein bisschen was auszugleichen. Du hast auch noch geschrieben, was ich davon halte, das Ganze so mit Korken auszujustieren, dass der Köderfisch in einer bestimmten Position im Wasser steht. Und da muss ich sagen, dass das für mich halt ja wenig relevant ist. Also ich sehe das jetzt nicht so eng, wie der Köderfisch letzten Endes im Wasser hängt, denn man muss sich halt bei einem über eins klar sein: Der Waller weiß ganz genau, was er frisst. Wir machen dem Wels nicht vor mit unserer Montage, egal was wir machen, dass da ein lebender Köderfisch ist. Der Wels hat Sinnesorgane, mit denen er den Pulsschlag von seiner Beute feststellen kann oder spüren kann. Und wenn da ein toter Köderfisch hängt, dann spürt er genau das nicht. Und das weiß der Wels. Das weiß der schon 5 Meter, bevor er am Köder ist, dass das, was er da gleich frisst, tot ist. Und das ist auch egal, ob das jetzt senkrecht, quer oder was weiß ich wie im Wasser steht. Er weiß, er frisst was Totes, und das wird sich auch nicht ändern, wenn wir das Ganze im Wasser stabilisieren oder sonst was. Dass man Systeme
aufschnallt, wie jetzt beispielsweise ein Backpack-System, was einen Köderfisch in der Strömung stabilisiert. Das macht man eben genau deswegen, um den Köderfisch in der Strömung zu stabilisieren, wenn man Strömung hat, damit sich das Vorfach nicht verdrallt. Denn wenn ein Köderfisch in einer zu starken Strömung hängt und der Köderfisch ist tot, dann neigt er dazu, das ganze Vorfach zu verdrallen. Und das muss verhindert werden. Und da kann man sich dann im Backpack-System bedienen und das damit dann verhindern. Aber wenn man macht mit einem Backpack-System auch im Welsnet vor, dass da irgendwas lebt. Ja, das ist Quatsch. Das nur mal an der Stelle. Und dementsprechend ist es halt dann auch klar, dass es egal ist, wie der Köderfisch da steht. Aber, und das jetzt noch ganz zum Schluss, wenn es dir persönlich ein besseres Gefühl gibt beim Angeln, dass der Köderfisch in einer bestimmten Position im Wasser steht, dann mach das so, fisch das. Denn das Allerwichtigste beim Angeln ist ein gutes Bauchgefühl. Und wenn du dabei ein gutes Bauchgefühl hast, dann mach das. Dann wirst du auf jeden Fall deine Fische damit fangen. Das ist so, egal was andere machen. So, dann haben wir hier eine Frage von Jonathan. Die Frage kommt von Facebook. Oder über Facebook, und du fragst mich nach meinem Yamaha Malta Motor, den ich im Einsatz habe, und sagst, dass du relativ viele Probleme damit hast und ob das bei mir auch so wäre. Und da muss ich sagen, als du mir die Frage geschickt hast und ich habe die gelesen, da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein, weil ich habe letztens noch drüber gesprochen, was dieser Yamaha Malta eigentlich für ein cooler Motor ist, weil ich habe mit dem noch nie wirklich Stress gehabt. Ich lasse den 2-3 Monate im Keller stehen, nimm den wieder mit, zieh das Ding an, beim spätestens zweiten Mal ziehen springt der an und bleibt auch an. Aber, und jetzt kommt der Punkt, die Dinger fahren mit 1 zu 100 Gemisch. Und ich habe festgestellt, dass ich meinem Motor oder mein Gemisch für den Motor eher ein bisschen zu fett anmischen muss als ein bisschen zu lose. Das heißt, tendenziell eher ein bisschen mehr Öl als im Verhältnis 1 zu 100, dann fährt er besser. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich auch mal die Probleme, dass er einfach ausgeht, und das habe ich genau über die Schiene dann in den Griff bekommen. Ich habe gemerkt zufällig, dass ich anderen Sprit verwendet habe als sonst und dass es in dem Zusammenhang Probleme gab, und dann habe ich das geändert, und dementsprechend, seit ich ihn ein bisschen zu fett fahre, läuft das Ding. Aber wenn du im Winter musst du da wieder aufpassen, weil im Winter meiner Erfahrung nach das zu fett fahren wieder eher schlecht ist für einen anzubekommen. Ich bin kein Motorenexperte oder sonst was, aber ich glaube, dass das Öl einfach dann im Wasser bei den kalten im Benzin das Öl ein bisschen ja zu zäh ist oder wie auch immer, das Mischungsverhältnis oder die Mischungsabläufe laufen dann nicht so sauber, und dann läuft auch der Motor nicht so sauber, wenn es zu fett gemischt ist. Und da gehe ich dann wieder so richtig genau auf dieses 1 zu 100 Verhältnis und habe dann auch kein Problem. Aber noch ein Tipp, was es auch sein kann: es gibt ja diesen Ausschalter, diesen Notausschalter, beziehungsweise ist das ja auch der normale Ausschalter, darüber machst du ja auch aus, wenn du fertig bist mit Auslegen. Wenn dieser Schalter, da sitzt, ich sage jetzt mal, ein Stopfen drauf, ein Gummistopfen, und dieser Stopfen wird mit der Zeit porös. Vom Sonnenlicht, von den Temperatureinwirkungen wird er porös. Und dadurch, dass er porös wird, kann es sein, dass der im Sitz sich lockert. Und dadurch rutscht der Stift, den dieser Deckel eigentlich unten halten soll, der rutscht raus. Und dadurch, dass der Stift rausrutscht, geht der Motor aus. Das ist ja das Notausprinzip. Wenn du das Ding abziehst, weil du aus dem Boot fällst, rutscht die Stange raus, der Motor geht aus und du kannst wieder ins Boot klettern. Aber das wird ja eben hier dann zum Verhängnis, wenn der Stopfen porös ist. Dann lockert er sich nämlich dadurch, rutscht nach vorne, die Stange kommt raus, der Motor geht aus oder stottert oft. Und wenn du dann mit dem Daumen wieder drauf drückst, wenn es daran liegt und du fährst und er stottert, dann merkst du das dadurch, dass du, wenn du mit dem Daumen drauf drückst, läuft er wieder sauber, wenn du den Daumen drauf hältst, weil du dann mit dem Daumen die Stange drin hältst und dadurch kommt er eben nicht ins Stottern. Guck dir das mal an. Also das wären jetzt so die Gebiete, wo ich jetzt sagen würde, da könnten Fehler liegen. Ansonsten tut es mir leid, vielleicht mal zum Bootshändler in deiner Nähe gehen, beziehungsweise zum Motorenhändler und danach Rat fragen. Vielleicht kann der dir weiterhelfen. Ja, dann die nächste Frage kommt hier von Patrick Wien. Hallo Patrick, du fragst, ob es genügend Nachfrage gab nach diesen Abspannstangen, die wir mal im Video zum Stangenspannen thematisiert hatten, und ob das Ganze inklusive des entsprechenden Routenhalters ins Sortiment kommen wird. Ja, also die Frage ist leider aktuell damit zu beantworten, dass es da noch keine Veränderung gibt bei dieser ganzen Thematik. Also es gab wohl Nachfrage, die war jetzt nicht überwältigend, aber vielleicht hat es auch einfach dran gelegen, dass noch nicht so viele Leute das Video zum Stangenspannen gesehen haben. Ich weiß es nicht. Dementsprechend ist die ganze Thematik bei uns auch ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ausschließen, dass es kommt, will ich jetzt aber nicht, weil ich es und Carsten, ich weiß vor allen Dingen Carsten, wir schätzen es beide als eine Methode, mit der man super dezent ohne Boot angeln kann. Dementsprechend haben wir das schon immer noch irgendwo auf der Agenda. Ich kann jetzt aber weder in die eine noch in die andere Richtung was sagen, aber wir könnten die ganze Geschichte hier einfach mal nutzen als kleinen Aufruf. Ich verlinke an der Stelle hier nochmal das Video zum Stangenspannen. Guckt euch das alle mal an
zumindest alle die ohne Boot mal auf Wels angeln wollen oder diejenigen, die mal in Gewässern, wo normal auch mit dem Boot geangelt wird, dezent unterwegs sein wollen. Guckt euch das Video mal an und sagt dann mal Bescheid. Könnt ihr auch ruhig wieder in die Kommentare posten oder auch hier bei Instagram schreiben oder bei Facebook, was ihr davon haltet, wenn wir so eine Stange mit einem entsprechenden Routenhalter ins Programm aufnehmen würden. Weil dann kann man das ganze Thema wieder aktuell machen und wieder entsprechend aufgreifen. Ich denke, dazu kann man hier das Ganze gerade ganz gut nutzen. Ja, und jetzt sehe ich eigentlich hier auch schon, dass ich soweit durch bin mit den Fragen, die ich für die heutige Fragerunde ausgesucht hatte. Ja, ich hätte natürlich auch noch mehr reinnehmen können, aber man muss immer so ein bisschen den Zwiespalt schaffen aus genügend berücksichtigen und das Ganze nicht zu lang in die Länge ziehen, damit es nicht langweilig wird. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass weiterhin viele, viele, viele Fragen kommen, egal zu welchen Themengebieten. Haut die einfach raus, schickt sie mir bei Instagram, bei Facebook oder auf irgendeinem anderen Weg. Ich sammle die und arbeite die dann hier Stück für Stück immer wieder ab in solchen Videos wie diesem. So können dann nicht nur ihr von der Antwort profitieren, sondern mehrere. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, von der jeder einfach was hat. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, die Sache, von der jeder was hat. Sowas gibt es auch bei uns im Zackfishing-Online-Shop. Ich habe vorher schon mal kurz darauf hingewiesen. Also wenn ihr solltet im Zackfishing-Online-Shop demnächst bestellen, dann denkt auf jeden Fall an den Bestellcode Zack, denn das ist der Code, der Bestellcode von diesem Kanal. Ihr unterstützt den Kanal damit und für euch ganz wichtig, ihr kriegt, wenn ihr den eingibt, noch was gratis in eure Lieferung dazu. Das heißt, auch hier hat wieder jeder was davon. Finde ich immer gut, solche Geschichten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der Kanal gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach ein Abo da lasst, sofern ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr immer mit, wenn hier was Neues am Kanal passiert oder wenn ein neues Video online kommt oder sonst irgendwas. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einfach eine gute Zeit am Wasser. Passt auf euch auf, fangt ein paar schöne Fische, lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dann, ciao.